Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls Spezial mit Sabine Langenbach. Schön, dass du mit dabei bist. Heute stelle ich dir einen ganz besonderen Menschen vor, Michael Stahl. Auf seiner Homepage stehen drei Begriffe: Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer. Was das miteinander zu tun hat, ein bisschen davon erzählt er jetzt. Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael Stahl aus Bopfingen. Ich bin gerade eben schon auf Sprung. Ich gehe 2-3 Mal die Woche immer in den Wald. Das macht mich sehr dankbar und ich möchte euch noch einen Impuls da lassen zum Thema Dankbarkeit. Ich bin Jahrgang 1970 und ich habe wirklich ein kunterbuntes Leben jetzt schon hinter mir mit fast 51 Jahren. Ich wäre 2-mal fast gestorben. Meine Familie hat einen schweren Autounfall. Ich habe Chaos erlebt, Obdachlosigkeit erlebt. Ich bin schuldig geworden in vielerlei Hinsicht. Und und diese Pandemie, meine Sportschule ist geschlossen. Ich mache seit 28 Jahren Projekte in Gefängnissen, in Schulen, in Heimen, ja, in verschiedenen Ländern. Und auf einmal steht alles still. Da habe ich mich an meine wunderbare Oma erinnert. Sie ist 1984 gestorben. Und 4-5 Jahre bevor sie starb, hat man ihr ein Bein amputiert, ja, durch Blutungsstörung. Und was hat meine Oma gemacht? Sie war nicht bitter aufgrund des fehlenden Beines, sondern das eine Bein, das sie noch hatte, das hat sie benutzt, ja, wenn sie christliche Lieder gesungen hat. Voller Dankbarkeit, voller Hoffnung hat sie mit dem Bein dann mitgewackelt. Sie hat sich auf das konzentriert, was möglich war. Und für das war sie dankbar. Und das ist mir zum Vorbild geworden in diesen Zeiten. Singen ist so wertvoll. Singen berührt unsere Herzen, unsere Seelen und das Innerste. Und mein Team und ich, Protectix, International Protectix Federation, wir haben ein Lied produziert mit dem Titel Sei ein Wunder. Du bist schon ein Wunder, aber sich dessen bewusst zu sein und dieses Wunder auch zu leben, ein Wunder zu sein, im Höflichsein, in Dankbarkeit, im Vergeben, freundlich sein, im Versöhnen. Ich glaube, das wäre ein riesengroßes Geschenk, ein Wunder für diese Welt, für die Welt um dich herum. In diesem Sinne, sei ein Wunder und vielleicht sieht man sich mal im echten Leben. Liebe Grüße, der Michael Stahl. Tschüssle! Danke, Michael. Und wenn du gerne den Song hören möchtest, den Michael gerade erwähnt hat, dann schau unter dieses Video in den Erklärungen, da findest du den direkten Link. Ich wünsche dir eine gute Woche und sag bis nächsten Montag. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls Spezial mit Sabine Langenbach.